Oh, Junge, ja, jetzt kann ich in Rente gehen. So, servus Leute, ich hatte hier irgendwie vergessen, ein Intro zu machen, deswegen jetzt das Ich aus der Zukunft. Wir haben hier den Löwen besiegt, diesen dreckigen Raupenlöwen oder tanzende Bestie oder wie die auch immer heißt. Wir haben dann herausgefunden, wie wir endlich in das Schloss oder in die Burg reinkommen und dann das Ganze seinen Lauf. Viel Spaß beim Video. Oh, ich habe keine Ahnung, wer da jetzt kommt. Scheiße. Ey, warte mal. Sagt mir bitte nicht, das ist dieser Typ auf dem Schwein. B bitte nicht. B bitte nicht, der. Ist das Rhinoceros? Oh. Oh! Relana! Oh, scheiße. Oh, hell no. Hä? Ey, Two-Face, danke dir für dein. Ey, ey, ich hab gar nichts gedrückt. Ey! Danke dir für dein Follow. Also, wie ich merke, Bleed Damage ist nicht so geil gegen die, oder? Haben wir die nicht schon mal besiegt? Ah, was macht die denn? Okay, gefolgt. Ah, Schaden ist okay. Ach, da ist sie. Okay, drei Schwerter, die sich danach kommt ganz schnell mal ein Angriff. Ich weiß nur, die hat eine Phase 2, ne? Also rein in der Olga oder was? Oder wie oder was? Auch nicht die. Ey, ich hab meine Waffe! Ja. Oh, ja, okay. Die Scheiße kann ich noch nicht dodgen. Aber Schaden ist da. Ja, okay, ich habe auf Dings gedrückt. Scheiße! Ich kann die Range noch nicht einschätzen. Ne, okay, das ist Scheiße. Dodge nicht! So, nach dem, keine Ahnung, 40. Tod habe ich mich dazu entschieden, fuck it, wir gehen einfach mal wieder ein bisschen Elden Ring erkundschaften, weil wir haben von Rinala so auf die Fresse bekommen, das war nicht mehr normal. Ich wollte da ein paar Fragmente sammeln, hab am Ende aber irgendwie nur eins gefunden. Nach dem 40. Tod habe ich auch aufgehört zu zählen. Ich skippe das Ganze mal und danach hat es dann wirklich irgendwann geklappt. Ich weiß nicht, ob es der 60., der 70., der 80. Versuch war. Aber es hat endlich geklappt, seht ihr selbst. Hau die Binder. Ich hab kein Dings mehr. Oh. Standst du mir die ganze Zeit bei, ich küsse doch dein Herz. Oh, Junge, ja, jetzt kann ich in Rente gehen. Altersheim ruft. Wir haben uns ein neues Bild gemacht. Wir haben die Echse vom Todesritter. Bumm. Guck mal. Interesting. Schön sieht's aus. Muss ja irgendwas Wichtiges geben.
shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. What? Kneel before the grace of Mesmer's flame. Ja, Sack, Digga. Kreuzzug, was soll das sein? Ist das gut? So, nachdem wir hier Meshel für Arme oder den Pilzkopf für Arme besiegt haben, checke ich noch am Ende, was wir da bekommen haben. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das so gut ist. Aber egal, für den Stolz haben wir den besiegt. Hier endet das Video auch. Ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.